Beim Thema Wind fallen mir natürlich sofort Flugzeuge ein, also habe ich mir auch gleich mal eins gesucht. Ratet mal, wovon das hier das Vorgängermodell ist. Da liegen so etwa 80 Jahre, beziehungsweise ich glaube 90 Jahre dazwischen. Das hier ist das Vorgängermodell des heutigen Airbus A380. Den kennt ihr alle, ein Riesenflugzeug, in dem man sogar shoppen gehen kann. Naja, also damals war die Technik noch etwas schlichter. Da unten in die Kabine hätte ich mich im Leben nicht reingesetzt. Wenn, dann selber fliegen, aber ob ich mir da selber so vertraue. Ich suche mir jetzt mal jemanden, der sich zum Thema Luftfahrt und Luftfahrttechnik besser auskennt als ich. Jetzt muss ich aber erstmal raus hier, in der Hoffnung, nichts kaputt zu machen. Hi Heiko. Tag, ne? Ja, schönes Flugzeug, aber das ist ja eigentlich noch gar nicht der Anfang der Fliegerei. Warum haben Menschen eigentlich überhaupt irgendwann mal beschlossen, dass sie in den Wind müssen, in den Himmel müssen und fliegen müssen? Weißt du das? Tja, es war der Traum vom Fliegen. Also den gab es halt schon immer, die Welt von oben sehen, Völker zu verbinden oder einfach nur das Abenteuer zu suchen. Aber auch einfach eine andere Perspektive als immer nur erdgebunden, vielleicht auch militärische Gründe. Also da gab es eine ganze Reihe von Ideen, glaube ich. Also ich finde es ja ganz toll. Ich persönlich liebe Fliegen. Ich hoffe, ich werde auch eines Tages mal noch selber fliegen, wobei da nicht mit sowas. Womit hat es denn begonnen? Weil das ist ja quasi schon 50 Jahre nach Beginn der Fliegerei oder sogar 100. Ja, also 20 Jahre nach Beginn der Motorfliegerei. Angefangen hat das mit noch zarteren Konstruktionen. Also das war alles nur Holz und Stoff, so wie das hier zwar auch noch, aber noch zarter, noch empfindlicher. Also wenn ein bisschen Wind war, wenn ein bisschen Regen war, konnte man gar nicht fliegen. Kannst du mir denn hier ein bisschen was zeigen? Ich bin ja ganz neugierig. Das war ja nur der Anfang. Hier gibt es ja jede Menge mehr zu sehen. Wollen wir mal ein bisschen rumgucken? Ja, klar. Ach, ich fliege! Das sind jetzt hier die Anfänge der Luftfahrttechnik. So richtig vorstellen, wie das funktioniert hat, damals kann ich mir noch nicht. Naja, zumindest wenn man in Schwitzen gekommen ist, hat man sofort wieder Abkühlung gehabt, denn der Körper, der hing irgendwie frei. Sag mal, Heiko, da hat man ja ganz schön Muckis gebraucht, oder? Übrigens, Otto Lilienthal sei Dank, gibt es das Ganze hier überhaupt? Genau, der hat das erste Mal rausgefunden, wie eigentlich ein Tragflächenprofil aussehen muss, damit man damit fliegen kann. Und der muss schon ziemlich durchtrainiert gewesen sein, um diese Fluggeräte zu bewegen und dann eben auch mit seinen Beinen eigentlich zu steuern. Ja, er hat es den Vögeln abgeguckt und das gar nicht so schlecht. Aber ich denke, wir lassen das einfach da, wo es ist, nämlich hängen und gehen noch mal ein bisschen weiter. Aber ausprobieren muss ich das nicht. Ich möchte noch ein bisschen länger leben, oder? Ja, das ist durchaus gefährlich. Schnell weg hier. Lima India November Alpha an Tech TV. Ich glaube, meine Probe ist beendet. Das hier ist ein Flugsimulator der 50er Jahre. Ja, die Technik ist, glaube ich, inzwischen auch schon leicht veraltet, aber macht jede Menge Spaß. Ich hätte ja gerne mal ausprobiert, ob ich hier direkt die Bruchlandung geschafft hätte oder nicht. Wo ist denn der Heiko eigentlich abgeblieben? Vor lauter Spielen habe ich den Heiko verloren. Raus hier. So richtig viel Holz sehe ich ja hier nicht mehr verbaut an den Flugzeugen. Das ist schon modern, oder? Ja, das ist schon modern. Es gab halt im Laufe der Entwicklung immer weniger Holzflugzeuge, weil Holz halt sehr empfindlich war. Mhm. Aber es war halt billig zum Verarbeiten. Und bei Metall, da wurde es dann stabiler, konnte man die Flugzeuge dann auch größer bauen. Ich sehe, hier ist die Kabine noch offen. Da darf der Pilot dann schon unter Glas sitzen. Hier drüben ja auch, da gehen wir ruhig mal gucken. Das heißt, hier oben hängen jetzt so private Flugzeuge, also heutzutage kennen wir auch noch Cessna, ist ja eher so was Kleines, wo man dann nochmal zu zweit mit rumchattet und dann eben die großen Passagierflieger. Ja, oder? Das sind hier noch die Sportflugzeuge, aber schon sehr modern, obwohl die 60, 70 Jahre alt sind. Mhm. Sozusagen auch die Vorläufer der Cessna. Was ich hier jetzt auch sehe, und das ist natürlich ein großes Kapitel unserer Geschichte und auch ein sehr unschönes, man erkennt das auch am Zeichen hier am Leitwerk, natürlich wurde im Zweiten Weltkrieg sehr viel Flugzeug getestet und wahrscheinlich auch gebaut. Ja, also die meisten Flugzeuge sind im Ersten und Zweiten Weltkrieg gebaut worden.
Und so ein Airbus A380 kommt ja auch noch irgendwann aufs Dach, oder wie geht's hier weiter? Ich hoffe irgendwann, aber aufs Dach, wenn wir den nicht kriegen. Ja, da wünsche ich euch viel Glück. Ich habe da hinten noch was entdeckt, das möchte ich mir unbedingt noch ansehen, okay? Ja, okay. Hier drin versteckt sich feinste Technik von BMW und Rolls-Royce. Ja, vielleicht sattel ich ja irgendwann doch noch von Fahrzeugtechnik auf Luftfahrttechnik um. Heiko, so ein aufgeschnittenes Triebwerk sieht man jetzt auch nicht jeden Tag, oder? Nee, das ist was Seltenes. Das heißt, zumindest selten im Museum zu finden. Davon sind ein paar hundert gebaut worden hier in der Nähe von Berlin. Und die sind halt heute noch im Einsatz. Wir sind ganz froh, dass wir eins kriegen konnten. Denn die kosten ja richtig Geld. Und normalerweise, wie gesagt, sind die am Flugzeug und man kann damit durch die Gegend fliegen. Hier sind ja auch viele Schulklassen unterwegs, wie man hört. Bekommen die dann auch mal die Technik richtig erklärt? Was sieht man denn hier so? Naja, von außen sieht man leider wenig bei so einem Motor. Die ganze Technik steckt halt innen drinne und das muss man schon erklären. Wir sind jetzt gerade dabei, machen ein paar Filme, versuchen mit Rolls-Royce und BMW auch ein paar Computeranimationen zu machen, damit man auch zwar nur virtuell, aber zumindest irgendwie reingucken kann in diesen Motor und das alles erklären kann. Ja, so ein bisschen was mit Autos hat es ja auch zu tun. Ich habe hier Kühlung entdeckt, ich habe hier ein Abgasrohr entdeckt. Also es ist schon ein bisschen ähnlich, ne? Ja, und man braucht Benzin, man braucht Luft und dann muss ich das noch ein bisschen drehen und dann kann man fliegen. Das ist dann nicht Technik zum Anfassen. Ich finde es ja schon stark. Ne? Noch vor 100 Jahren hatte man so Holzbalken um die Oberarme und heutzutage setzt man sich ganz gemütlich in ein Flugzeug, trinkt einen Orangensaft und lässt sich dann von so einem Triebwerk und allem, was noch dazu gehört, durch die Lüfte jagen. Stark, oder? Ja, also ich finde es auch enorm faszinierend, wenn man sich überlegt, die alten Flugzeuge, da hat man ein halbes Jahr gebastelt und bei diesen, Motoren, da braucht man 10 Jahre, bis man die das erste Mal zum Laufen bringt. Also da merkt man schon, wie viel Hightech da drin steckt. Ich danke dir, ich gucke hier noch ein bisschen weiter und wir sehen uns bestimmt wieder. Bis bald.